Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 911 Emergency. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und endlich wieder pünktlich am Montagabend bin ich für euch da, beziehungsweise sind wir für New York da. Wir hatten ein paar Verletzte in der letzten Schicht, die müssen wir jetzt natürlich ersetzen, adäquat am besten. Wir haben unsere Spezialeinheit, die immer noch gut drauf ist, das finde ich sehr, sehr schön. Wir haben 71.000, ich will mal gucken, ob wir uns leisten könnten, unsere Feuerwehr aufzurüsten. Nicht direkt. Das heißt, es geht mir in dieser Folge tatsächlich nur darum, Leute zu ersetzen. Wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal, nee, brauchen wir nicht, dass wir die Leute wieder auf die Einheiten bekommen, beziehungsweise ersetzt können. Wir müssen aber auch ein paar genesene Leute wieder haben. Treffsicherheit, Treffsicherheit, da haben wir einen Verletzten noch. Hier hatte doch jemand eine Treffsicherheit, die ziemlich hoch war. Nein, tatsächlich keiner. Wie sieht es hier aus? Treffsicherheit 67, Treffsicherheit 76, 75, 90, Treffsicherheit 90. So, du Kollege wirst hier hinbefördert. Ja, der Monk in mir möchte natürlich hier wieder, dass das alles seine Richtigkeit hat. Wir packen dich zurück zum Equipment. Du bekommst ein wunderschönes Gewehr. Beziehungsweise, nein, wir lassen dich hier. Du bekommst dennoch ein Gewehr. Und wir machen hieraus so langsam wieder eine Spezialeinheit. Sodass wir diese Vans dann tatsächlich da besser in die Fahrtreffsicherheit, in die schwierigen Gebiete fahren können. So. Die Verletzten werden wieder eingesetzt. So. Equipment, ihr kriegt natürlich jeder eine Dienstwaffe und noch Westen. Sehr schön. So, dann haben wir bei der Polizei schon mal leicht aufgerüstet. Du bekommst natürlich auch eine Weste. Sehr schön. Jetzt weiß ich, dass wir viele Verluste bei den Feuerwehrmenschen hatten. Bei den Sanitätern keiner. Ist denn jemand wieder fit von den Sunnies? Nein, das bedeutet, wir sollten uns vielleicht nochmal jemanden einstellen. Erste Hilfe 85, ist aber auch schon Sergeant. Wir haben aber auch keine Wahl. Sehr schön. Drücken wir dir in die Hand. Und wie gesagt, bei den Feuerwehrleuten hatten wir hier. Der Wagen ist komplett unbesetzt. Warum habt ihr denn kein Equipment? Hatten wir wieder genesene Feuerwehrleute? Einen schon mal. Sehr schön. Dann gucken wir mal, dass wir hier nochmal den ein oder anderen. Haben wir hier noch ein paar Leute, die gute Fähigkeiten haben? Eher weniger. Aber hilft ja nichts. Wir müssen aufrüsten. Unsere Feuerwehr muss ja auch bemannt werden wieder. Denn da müssen wir nochmal gucken. Beim Equipment hatten wir, glaube ich, nochmal zwei Kästen übrig. Jawohl. Die Werkzeuge. Ja, dann haben wir aufgerüstet. Wir haben 54.000. Ich würde gern sparen, denn ich möchte mir eigentlich für die nächste Runde tatsächlich mal noch eine Feuerwehreinheit holen, weil das schon sehr brenzlig war in der letzten Schicht. Ansonsten haben wir aufgerüstet und wir müssen weiterhin mit dem arbeiten, was wir haben. Das passt mir nicht ganz, aber wir müssen mal gucken. Ich hoffe, dass jetzt kein größerer Einsatz kommt, also keine Katastrophe. Sollte dem doch so sein, haben wir aber genug Geld in der Hinterhand, um nach Verstärkungen zu rufen, was uns ja auch ein bisschen Kohle kostet. Die Entsendung dauert gerade ein bisschen lange. Spiel, was ist da los? Ah, danke, da sind wir. Ansonsten teilen wir uns wieder grob so auf, wie wir es bisher gemacht haben. Du bleibst hier schön südlich, hier in der Wachestation. Feuerwehr haben wir echt zu wenig. Ich hätte gerne noch mal wenigstens eine Einheit mehr, um alles abzudecken. Aber ich würde sagen, ansonsten sind wir relativ gut aufgestellt und beginnen die Schicht und gucken mal, was uns erwartet. Es kommt wahrscheinlich wieder erstmal ein normaler Einsatz. Hier mit so einem Ausrufezeichen und dann direkt danach ein Anruf. Ja, da ist der normale Einsatz, ein Klassiker, und es ist direkt die Feuerwehr, die benötigt wird. Für eine elektrische Gefahr, Gott sei Dank, nur kein Feuer. Und dann wird wahrscheinlich auch gleich der Anruf kommen. Da ist er. 911, what's your emergency? Hello, I want to report an illegally parked car. Where's the car parked? It's a restricted area. So what is it about this parked car that has you concerned? There is not enough space to walk through. Can you give me the address of where this car is parked, sir? I'll have an officer check it out and they'll decide if the car should be towed. Thank you.
Diesmal werde ich da Feuerwehr, Polizeieinheit hinschicken. Auch wenn es nur ein Motorrad ist. Wir haben dann hier noch die psychiatrischen Probleme. Da hatten wir aber einen Krankenwagen in der Nähe. Ich hätte jetzt auch die Einheiten hier schicken können, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so dringend. Wenn wir wieder Minuspunkte kriegen, ist es mir egal, aber wir haben den Einsatz dann trotzdem angenommen. Jetzt haben wir hier einen Drogendealer, einen Verdächtiger. Wir schicken da trotzdem mal hier mehrere Officer hin, falls sich da eine Eskalationsstufe anbahnt. Ansonsten war es ein verhaltener Start, wollte ich gerade sagen, was sich aber jetzt gerade meiner Meinung nach geändert hat. 911, what's your emergency? How long ago did this happen? A moment ago. Do you have any injuries? No, we are fine. Are your attackers still in the area? They ran away down the road. Where did this happen? Around, Did they have any weapons? Yes, a bat and a knife. All right, sir, we'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Yeah, I will. Okay. Ein Überfall, ein Gebäudebrand, großes Feuer. Schicken wir noch mal mehr Kollegen hin. Wir haben den direkt gefunden. Oh, das geht jetzt aber schnell. Ich muss mal hier ein bisschen. Der Hubschrauber hat die direkt gefunden. Das ist schon mal super. Und wir schicken auch schon mal Krankenwagen vorsichtshalber hin, weil die werden sich wahrscheinlich nicht ergeben. Haben hier den Gebäudebrand mit einer verletzten Person. Schicken dort noch mal Verstärkung hin. Der Fall ist gelöst. Hier haben wir noch mal eine laute Party, 6 Verdächtige. Da schicken wir einen Van hin. Das ist ja aber eigentlich nur Befragung. Dauert halt eine Zeit lang, weil es halt 6 Leute sind. Wir haben hier den geparkten Wagen, der erledigt wird, den Anrufer, der erledigt wird. Wenn das erledigt ist, kriegen wir vielleicht einen Minus. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Aber ansonsten, wie gesagt, noch recht verhaltener Start. Und ich hoffe mal, dass das auch so bleibt. Die Meldungen prasseln aber schon. Bewusstlose Personen. Dann nach und nach ein und der nächste Anruf. Es wird stressig. What? Oh nein, online. Sir, were you assaulted? Was this a burglary? No, just a shameless theft. The deal was, I drop the axe and he drops gold, but that bastard just picked the axe, didn't pay and ran away. Ja, das ist ein Online-Fall. Sir, events that happen in virtual worlds, they're not emergencies. But it was a robbery. Tell me honestly, would it help if I sent the police over? Not really. Aha. So there's nothing I can do for you, sir. Gosh. All right, I will find and kill him myself. Standing by. Minus 4, dass ich das ignoriert habe, mein Ruf. Minus 4, weil ich... Okay, Spiel, mal jetzt, ich halte das jetzt hier an dieser Stelle an. Verrat mir mal, warum mein Ruf runtergeht, weil ich da keine Polizei hingeschickt habe. Verratet mir das mal einer. Kann mir irgendjemand, jemand, der das jetzt gerade sieht, kann mir jemand mal verraten, warum mein Ruf runtergegangen ist, weil ich keine Polizei zu jemandem geschickt habe, der in WoW oder was auch immer seine blödes... der da beklaut wurde und ich ihm zur Vernunft bringe und sage, bringt dir das was? Und sagt er nein. Und war das jetzt die falsche Lösung? Hätte ich einfach auflegen sollen? Warum minus 4? Ich verstehe es nicht. Ich brauche eine detaillierte Zusammenfassung der Geschehnisse, an welchem Punkt ich falsch lag. Und das macht mich wütend. Das macht mich echt wütend gerade. Warum wird mir da Ruf abgezogen? Ich weiß nicht, ob die Effizienz auch gelitten hat, aber mein Gott. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Geschehnissen hier. Was haben wir denn da für einen Einsatz? Unfall durch betrunkenen Fahrer. Polizei, Krankenwagen ist unterwegs. Hier ist alles geklärt. Feueralarm, großes Feuer. Das heißt, wir schicken Verstärkung dorthin. Dann haben wir 2 Feuerwehreinheiten bei 2 Feuerwehreinsätzen. Könnten da immer noch theoretisch eine abziehen, wenn es vonnöten ist. Aber solange wir die alle da haben... minimieren wir das Verletzungsrisiko und erhöhen die Geschwindigkeit des Löschens des Feuers. Wir müssen unbedingt mehr Polizeileute haben, Feuerwehrleute haben. Wir müssen die aufstocken, die Einheiten. Immer nur 2 Leute drauf ist zu wenig, um Feuer zu löschen. Allerdings wollten wir auch eigentlich mal noch eine weitere Einheit haben. Vielleicht, wenn jemand drüber nachdenkt, ist es vielleicht manchmal effektiver, vielleicht mehr Leute drauf zu packen, dann geht es ja auch schneller. Oder ist es effektiver, vielleicht nochmal 2 Leute in eine neue Einheit zu setzen und die rumfahren zu lassen? Vielleicht bei technischen Störungen nicht schlechter. Müssen wir mal gucken. Hier werden Strafzettel verteilt. Und ich werde jetzt erstmal einen Schluck Kaffee trinken und mich beruhigen. Und dann
werde ich das nicht tun, weil man ist immer in Einsatz als Operator. 911, what's your emergency? I want to report a kidnapping. Ma'am, who's been kidnapped? My baby girl. What happened? We went to the playground and I only looked away for a moment to say hi to my friend who stopped by. I looked back and she was gone. The other children said, oh my God, that she left with a man. What's the address of the place where she was last seen? It's Allendale. Hello? We'll need a description, ma'am. What does she look like? And what was she wearing last? She has long hair, green eyes. She was wearing blue leggings, and her favorite pink jacket. She also has her toy puppy with her. What did the man look like? He was tall, medium build, short dark hair, and kids, what was the man wearing? Okay, thank you. Sir, he had on a brown jacket and dark pants. Oh my God. I'll notify the proper forces. They'll conduct a search. Thank you. Goodbye. Oh my God. Goodbye. Bitte, ja, warten. Ich werde das jetzt nicht ignorieren. Seid ihr doof? Schickt da den Hubschrauber hin. Vor allem, sie soll sich bei der Polizeistation melden. Natürlich gucken wir danach, was da los ist. Was hatten wir denn hier? Gewalt in der Familie. Ja, alles klar. Da haben wir alles hingeschickt, was wir brauchen. Was hatten wir hier oben? Das war der Feueralarm mit großem Feuer. Genau. Was hatten wir jetzt hier? Müll im Brand, okay. Die Feuerwehr löscht halt diesen Müll und fährt dann weiter zu dem großen Feuer. Das große Feuer hier unten ist aus. Die Feuerwehreinheiten sind frei. Ich habe die auch schon wieder angefangen hier zu verteilen. Wir machen eine Suche natürlich mit den Polizeieinheiten, die wir hier haben. Ne, du bleibst noch hier. Wenn der hier abgearbeitet ist, was nicht mehr lange dauert, schicken wir die Polizeieinheit noch da oben mit hin. Ansonsten haben wir weiterhin alles unter Kontrolle. Die Meldungen kommen hier nach und nach rein. Das ist schon... Verletzung des scharfen Gegenstand. Wir schicken den Hubschrauber. Dafür haben wir den. Das geht am schnellsten jetzt. Wir sind hier fertig. Schicken dich dahin weiter. Heute sind wir gut drauf. Ja, wir haben das im Griff. Wir sind jetzt bei 60% Effizienz. Leider hatten wir schon einen rufschädigenden Einsatz, was mich wahnsinnig macht. So, du fährst da jetzt hin. Und du suchst die Sektoren ab. Und dann finden wir das Mädchen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Okay, die Ereignisse überschlagen sich. Hello? I'm a watchman at a construction site and I just noticed there's a fire. Sir, what's on fire? One of the building's roof, it's on fire. I don't know what happened. Is there anyone inside the building? I don't know, but I think the workers... Here's what I want you to do. Find the nearest fire alarm station and activate the alarm. Okay, fire alarm. Sure thing. Get here fast. Where is it, sir? Is the building connected to a gas supply? It might be. I'm not sure. What I want you to do, sir, is get help from the workers, try to locate the main gas valve for the area, and cut off the gas. Okay, I know where that is. I'll do it right now. I'm sending the emergency services. Please wait for them. I will. Thank you. I copy. Going there. Okay, wir müssen mal kurz auf Pause machen und uns ordnen. Es ist viel passiert. Ja, ich weiß nicht, was mit meiner Maus los ist. Man, als ob ich die Maustaste gedrückt halten würde. Was soll das denn? Ich habe eine neue Maus. Die ist noch nicht zufriedenstellend. So, wir hatten jetzt hier den Fall, dass wir zwei Verletzte jetzt haben, weil der niedergeschossen wurde. Das heißt, wir brauchen theoretisch Mist, mehr Krankenwagen. Wir machen es anders. Wir schicken den Hubschrauber. Da, schon wieder. Als hätte ich es gedrückt halten. Wir brauchen aber keine Polizei mehr tatsächlich. Das heißt, die können wir losschicken.
diesen Einsatz noch mit zu übernehmen. Du bleibst hier. Wir haben hier einen Mord. Ein Verdächtiger bewaffnet. Wir schicken schon mal die Krankenwagen hin. Wir haben hier unten alles erledigt. Wir haben hier alles erledigt. Hier ist die Fabrik im Brand. Da schicken wir auf jeden Fall Feuerwehr hin. Und wir lassen auch schon mal Polizei und Krankenwagen in die Nähe, falls wir den Anrufer verhören müssen. Und dann lassen wir das Spiel mal weiterlaufen und gucken mal, ob wir das alles einigermaßen über die Bühne bekommen jetzt hier. Die rote Ampel missachtet, da reicht eigentlich das Motorrad, da brauchen wir dich nicht. Denn der kriegt nur ein Ticket. Bedeutet, ihr könntet eigentlich den Kollegen auch wegbringen. So, Einsatz nach Einsatz kommt hier rein. Verwüstung einer Bushaltestelle, zwei Verdächtige, womöglich bewaffnet und ein Anruf. 911, what's your emergency? I want to report a fire. Ach. Where are you, sir? In front of... So what's on fire? Some garbage. So is the garbage in some sort of container or a trash bin? No, it's just a pile of rubbish. All right, so how big is the fire? It's hard to tell. There's a lot of smoke. The fire department is on the way. Okay. Ja, bei sowas lieber immer Vorsicht als Nachsicht. Wir kommen jetzt endlich an bei diesem großen... Hier sind wir natürlich unter Beschuss. Da haben wir den... Das ist erledigt. So, jetzt sind wir hier bei dem großen Feuer. Wir haben viele, viele Verletzte hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf Verletzte. Das ist nicht cool. Logischerweise. Jetzt haben wir hier noch eine Meldung über einen Autodiebstahl. Wir werden den Hubschrauber hier wahrscheinlich öfter losschicken müssen, weil guck mal, wie weit das hier weg ist, die Krankenhäuser. Ich will jetzt aber nicht irgendwie diese Einheiten von hier ganz unten da hochschicken, aber vielleicht die Kollegen noch dahin. Beziehungsweise sollten die nicht gebraucht werden bei der Verwüstung der Tankstelle, könnte man die da halt hinschicken. Wir gucken mal, wie wir es machen. Wir müssen auf jeden Fall auch noch dafür sorgen, dass wir halt an anderen Orten schnell sein können. Da haben wir den Müll, der brennt. Ja, wir müssen mal schauen, wie es hier läuft. Das Feuer wird auf jeden Fall gelöscht. Da haben wir zwei Einheiten vor Ort. Das ist schon mal super. Die ganzen Verletzten machen mir noch halt ein bisschen Sorgen. Polizei brauchen wir scheinbar nicht. Ja. Gucken wir mal. Und da kommt noch ein weiterer Anruf, während ich schaue, ob wir hier tatsächlich Medizin brauchen. 911, what's your emergency? Oh. What should I do? Could you be more specific? Who can't breathe? My grandma. What exactly was she doing? I don't know. Walking? Nothing special, I guess. What is she doing right now? Is she standing? Is she sitting? Is she lying down? Sitting. Help her assume the tripod position. She should sit or stand leaning forward and then support her upper body with her hands on her knees. Okay, that sounds complicated, but we'll try to do that. Okay, just bend over and put your hands on your knees, okay? That'll help you breathe, please. Done. What's next? Does she take any medication? Does she have any chronic illnesses? Yes, she has asthma. Try to find her inhaler. It should be in a first aid kit or something personal in her bag. The inhaler, you know what they look like? They're usually shaped like a big letter L, but it could be round as well. If you have to, help her use it, okay? Place it in her mouth, between her teeth, and press the plunger. Okay, I'll do that. But send someone here fast. Oh ja, ich habe nicht nach der Adresse gefragt. Das heißt, wir müssen die schnell mal tracken. Upsie Daisy. So, die ersten zwei Verletzten werden hier schon weggebracht. Hier brauchen wir tatsächlich keinen. Das habe ich jetzt durch den Angriff verpeilt. Das schicken wir dann den nächsten Krankenwagen hin. Wie viele Verletzte haben wir denn noch? Drei. Schicken wir vielleicht auch nochmal den
Rettungshubschrauber dorthin, für den Fall der Fälle. Wir haben da oben nochmal einen Polizeieinsatz. Vandalen, 6 Verdächtige. Ja, schön, so viele. Der Krankenwagen fährt da zum Glück eh in die Nähe hin. So, jetzt sind wir noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen aufgedreht. Wir haben hier diesen Einverletzten erledigt, wird der Anrufer, das wird erledigt. Wir sind da unten gleich beim Feuer und hier oben bei diesem großen Brand. Das Feuer ist tatsächlich schon gelöscht, wir können eine Feuerwehreinheit abziehen. Da ist das hin. Ja, okay, da ist der Anrufer. Kümmern wir uns drum. Ja. Gut. Ja. Ich habe gerade mir nochmal eine Übersicht verschafft. Der Typ ist tatsächlich bewaffnet. Wir schicken jetzt schon mal einen Krankenwagen los. Und ja, die Schicht geht langsam in die kritische Phase, wo man uns gerne nochmal einen reindrücken möchte. Wir haben hier das Feuer gelöscht, aber scheinbar war das keine große Geschichte. Oder wir haben es verpasst. Naja, wir werden sehen, wie es am Ende nochmal wird. Das haben wir hier auch bald erledigt. Und dann sind wir good to go. Den Hubschrauber brauchen wir nicht, denn wir schicken wahrscheinlich gleich den nochmal da hoch. Naja, mal schauen. Da ist nochmal ein Anruf, während wir diesen Einsatz hier ohne medizinische Betreuung über die Bühne bekommen haben. Und da wurden die gerade zur rechten Zeit fertig hier unten. Ja, ich weiß, das Telefon nervt. Die wurden gerade fertig hier mit ihrem Einsatz, müssen jemanden transportieren und sind dann bereit für diesen Einsatz. Also da hatten wir schon mal Glück. Dieser Krankenwagen ist gleich da. Der wird nochmal hingeschickt. Hier sind wir angekommen beim Asthma. Also es läuft. Es läuft. Effizienz ist auch echt hochgegangen und wir machen jetzt mal diesen Anruf und gucken, was uns da erwartet. 911, what's your emergency? Hello? I hear a lot of noise coming from the apartment next door. It's keeping my kids up. They can't get to sleep. Can you do something about it? Do you know who lives there? A family with 2 children. Are they loud like this all the time, or is this an exception? Yes, I hear the parents fight all the time. I don't want to be cruel, but I don't want to call that family pathological. They drink a lot, and it doesn't look like they take care of their children. Maybe you should send somebody to check on their kids. What's the address you're calling from? My house is at... I'm in unit 6. Schicken wir mal jemanden hin. I'll send the police to check on it. Thank you. I'll be waiting at my place. Bye. Bevor wir das wieder ignorieren und hier sonst was für Strafen kriegen, weil wir uns nicht um das Wohl der Kinder sorgen, schicken wir da mal den Motorradfahrer hin und halten am Ende der Hinterhand, dass wir hier noch jemanden haben, falls es dringend wird. Ansonsten, die Krankenwagen sammeln gleich hier die Verletzten noch ein. Die Feuerwehrleute kümmern sich hier erste-Hilfe-technisch gut um die. Und die Krankenwagen sind ja gleich da. Ich denke mal, dann haben wir das alles einigermaßen gut über die Bühne bekommen. Wir haben hier jetzt den Krankenwagen dort. Die Anruferin ist erledigt. Wir haben die Vandalen, wo gleich unsere Einheiten da sind. Dann wird das auch ruckzuck erledigt. Wir haben einen Krankenwagen dort in der Nähe für den Fall der Fälle, dass sie sich noch wehren wollen. Das heißt, wir sind alles in allem relativ gut aufgestellt. Dann hoffe ich, dass es so bleibt. So, es haben sich wieder ein paar Sachen ergeben. Ich weiß, das tut nervt, aber ich mache das jetzt erstmal mit euch. Situationsbericht, wir sind bei dieser Anruferin angekommen mit den betrunkenen Eltern und den ängstlichen Kindern und 3 Verletzte. Wir haben den betrunkenen Mann, ein ängstliches Kind und das andere ängstliche Kind. Keine Ahnung, was mit der Frau ist, die Anruferin wird befragt. Wir haben hier einen Krankenwagen in der Nähe, wir schicken den großen Krankenwagen dorthin. Wir haben hier noch einen Einsatz, jetzt haben wir hier einen Einsatz mit dem Feuer noch. Große technische Störung allerdings nur. Und der Anruf kommt noch und hier sind die Vandalen, die bearbeitet werden. Der Einsatz ist erledigt. Oh, da ist schon wieder viel, viel Action, muss ich sagen, hier in der Gegend. Wir schicken die Feuerwehr nochmal hin und dann nehmen wir mal den Anruf endlich an. 911, what's your emergency? My car was stolen. Ach, er wieder. When was your car stolen? Just now. I've seen those thieves driving away in my car. Send somebody to catch them. Where did this happen? In the middle of the street. Ja. What's the address of where this happened, sir? It happened at... Oh, Gott. Okay, I'm gonna need your license plate. Can you give that to me, please? It's...
What color is your car? Blue. What type of car is it? Muscle car. Expensive one. So how many suspects did you see? It's hard to say. It all happened really fast. I wasn't aware what was going on. We're notifying the officers in the area now. They'll see if they can find your car. Thank you. Goodbye. We are ready. Affirmative. Okay, bei der elektrischen Gefahr haben wir jemanden. Zieht euch mal diesen Quadranten hier rein, aber mit dem Hubschrauber geht das ja relativ zügig, das abzusuchen. Ihr seht das ja selber. Den lassen wir jetzt hier immer in enger werdenden Zirkel rumfliegen und hoffen, dass wir da die Leute mal finden und arbeiten weiter hier an unseren Fällen. Dass wir hier einen Krankenwagen in der Nähe haben, ist halt echt ein Glücksfall gerade. Hier haben wir noch ein eingestürztes Haus. Das sind 3 Verletzte. Wir brauchen da echt viele medizinische Unterstützung und Feuerwehr. Es ist nicht ohne, was hier abläuft gerade. So, er fliegt jeden Sektor dann ab. Hier werden zufällige Sektoren auch nochmal durch die Einheiten, die noch dort sind, überprüft, durchsucht, was auch immer. Multitasking ist immer so eine Geschichte. Das Küsteneinsatz, der könnte halt echt lange dauern, wenn wir da nicht das gut über die Bühne bekommen. Object found. Oh, das ging ja schnell. Ja, dann hat sich das auch schon erledigt. Sehr schön. Wenn das mal nicht effizient war, ja. Was wir hier halt nur machen müssen, ist jetzt die ganzen Verletzten da rausholen und uns mit der Feuerwehr dann um diese technische Störung kümmern. Und das ist perfektes Timing. Und dann schicken wir da 2 Einheiten hin. Das ist ja eine große technische Störung. Wir haben hier... Was haben wir denn jetzt hier? Eine Schlägerei, verdächtige 4, womöglich bewaffnet. Da haben wir jetzt auch alles, was wir brauchen für... Also eigentlich sind wir echt gut drauf. Wir haben hier immer noch 2 Verdächtige? Ihr habt doch noch nicht alles eingesammelt hier. Warum sammelt ihr denn nicht alle ein? 2 Verdächtige, ihr habt da noch 2 Plätze frei. Was soll das denn? Aber wieso, es waren doch nur 6 Leute. Wieso sind da noch mehr 2 Verdächtige? Ach, das gestohlene Auto jetzt. Was ist dann das hier? Das was anderes. Das ist der Autobesitzer. Da oben sind die Autodiebe. Ach so. Jetzt verstehe ich das erst. Ja. Alles klar, jetzt habe ich's. So, hier wird sich drum gekümmert, da wird sich drum gekümmert. Wir sind auf Stand wieder. Und wenn jetzt nichts Großartiges mehr reinkommt, sollten wir das vielleicht auch bis zum Ende der Schicht irgendwie hinbekommen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das klappt. Ja, natürlich kommt noch ein Anruf rein. Und nochmal so ein Fall. Ja, natürlich Feuerwehr. 911, what's your emergency? Hello, it's been a car crash. Mann, was ist denn mit der Maus? Where did the collision happen? Around. When did it happen? Just a moment ago. Are there any injuries? Yes, one person's injured. Are any of the vehicles blocking traffic? Yes, one of them can't be moved. Do you know who caused the accident? Yes, me. It was my fault. Yeah. Can you tell what kind of injuries they have? I think one of the passengers might have broken his leg. Okay, just make sure they don't move until the ambulance arrives. Sure. All right, sir. Please wait for the emergency services to arrive. Okay, thank you. Jetzt müssen wir natürlich umdisponieren. Da der hier in der Nähe ist, wäre es halt Quatsch, den wegzuschicken, um dann jemand anderes dahin zu schicken. Deswegen kümmert er sich direkt da um das Auto, was im Weg ist. Wir haben ja da oben noch eine Feuerwehreinheit, die wir hier hinten unten entsenden können. Was war das überhaupt für ein Unfall an der Baustelle? Große technische Störung. Genauso wie hier eine große technische Störung. Genauso wie hier eine große technische Störung ist. Aber das ist gleich erledigt. Dann können wir gucken, dass wir den da auch noch hinschicken. Denn bis das komplett erledigt ist, wenn die da sind, ist der auf jeden Fall auch schon da. Die haben ja fast den gleichen Weg. Ansonsten hatten wir hier noch eine Schlägerei. Ja, 4 Verdächtige mit Verletzten. Vermutlich, wenn die sich noch wehren, wären es wahrscheinlich auch mehr Verletzte. Wir haben hier nochmal einen Rettungseinsatz. Einen Epilepsieanfall. Das kriegen wir auch auf die Reihe. Wir haben hier genug Einheiten mit dem Hubschrauber und dem Krankenwagen. Ja, ihr müsst natürlich das Hindernis wegräumen, anstatt einfach die Verletzten mitzunehmen, ihr Helden.
Naja, die Feuerwehr ist ja jetzt auch da, also um den Einsatz wird sich vernünftig gekümmert. Hier haben wir, glaube ich, alles da, was wir brauchen. Der Kollege kriegt eine Verwarnung, eine Strafe, der wird nicht mitgenommen. Er hat ja immerhin angerufen, dann ist ja alles vernünftig. Und somit haben wir auch alles, was wir brauchen, um den Einsatz zu erledigen. Ja, es könnte vielleicht zum Schichtende gut ausschauen. Wenn das hier nicht noch eskaliert großartig, haben wir auch genug medizinisches Personal da. Vielleicht brauchen wir auch sonst keinen mehr dann. Ich bin gespannt und hoffe. So, die Schicht ist gleich vorbei. Hier, die Situation ist natürlich eskaliert. War nicht anders zu erwarten. Allerdings haben unsere Officers das hinbekommen, dass da jetzt keine weiteren Verletzten entstanden sind. Und der jetzt hier auch gleich eingebuchtet wird, dann kann der mitgenommen werden. Der Krankenwagen hat ja noch die Plätze. Und alle anderen Einsätze wurden erledigt. Das heißt, aber bis auf diesen hier mit der Störung. Das heißt, wir müssten ja gleich durch sein. Das ist tatsächlich schon erledigt. Und es geht jetzt tatsächlich nur noch um die große technische Störung, bei der wir schon 3 Einheiten auf dem Weg haben. Und was soll ich sagen? Guckt euch unsere Rufpunkte an. Wir sind über 100 Punkte bei einer 88%igen Effizienz, die ja hoffentlich noch nach oben geht, wenn dieser Einsatz hier erledigt ist. Ich kann nicht meckern dann. Also ich bin zufrieden. Die Überstunden sind halt, ja, nervig. Das Hindernis wird noch relativ zügig über Bord geworfen. Wie komme ich denn auf diese blöde Floske? Darum wird sich gekümmert. Das Hindernis wird aus dem Weg geräumt. Und wenn wir das geschafft haben, sind wir auch durch mit dieser Schicht. Viele Überstunden, ich weiß. Oh, ihr seht schon, wie schön schnell das geht. Aber ein sehr, sehr erfolgreicher Tag dafür. Und 89% Ruf 105, das ist schon mal sehr, sehr gut. So, dass wir den Axtraub ignoriert haben, minus 4, werde ich nicht verstehen. Was hätte ich denn sonst machen müssen? Meint ihr, es liegt daran, weil, okay, kein Problem, da finde ich ihn selber und töte ihn. Meint er, dass er irgendwo auf der Welt jetzt rausfinden will, per IP, was auch immer, wie man diesen Typen bekommt und dann dahin fährt in der Wirklichkeit und... Also, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das akzeptiere ich nicht. Ansonsten, ja, makellos. Haben wir alles super erledigt. Wir haben auch 88.000 wieder auf dem Konto. Wir haben keine Verletzten an diesem Tag. Das ist perfekt. Wir haben einen neuen Sergeant. Lockheed Austin Yick. Einen neuen Lieutenant Cora in den Medical Services, Cora Roberts. Wir haben Lieutenant Mason Morales und wir haben Corporal Sebastian Rodriguez. Glückwünsche gehen raus, keine Verletzten, super Schicht. Die stellt mich zufrieden, die letzte war ja nicht so glücklich. Trotz dieses blöden, ignorierten Axtraubes haben wir einen ordentlichen Job gemacht, die Leute wieder sicher gehalten und ich hoffe, das seht ihr genauso. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin mal gespannt, ob uns bei 105 Rufpunkten jetzt die nächste Stadt schon erwartet. Ist das überhaupt die letzte Stadt? Ich weiß es nicht. Kommt jetzt die Katastrophe? Das weiß ich auch nicht. Gucken wir mal, wie wir nachrüsten und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, lasst es euch wie immer gut gehen. Habt einen angenehmen restlichen Tag und macht's gut. Ciao.